You know. Ah ja, jetzt haben wir es wirklich souveräner geschafft gegen die ganzen Kolmengeister. Hätten natürlich auch die Kolmengeister einfach alle töten können, bis keine mehr gekommen wären. So, so, Feuermoos und Krötenschemel kann weg. Jetzt gehen wir erstmal nach hier oben. Und ja, die Sachen verkaufe ich bei einem Händler in... Dann. So, Ardustruhe. Das gehört hier hin und nirgendwo anders. Ich wünschte, ich könnte Ardus Zimmer einfach mal wieder schließen. Aber die Türen kann man in diesem Spiel leider nicht zumachen. Also. Langsam könnte man mich mal wieder mitnehmen. Hier in Ferdok zu versauern, ist nicht gerade meine Idee von Abenteuer. Tut mir leid, wir haben schon eine perfekte Gruppe für die Quest. Ja, gucken wir uns noch einmal dieses Bild an. Dieses Bild ist totale Nostalgie eigentlich, weil mit diesem Bild hat auch mein Kanal eigentlich begonnen, wenn man es so sieht. So, du hast noch Zeug, was raus muss. Mein Atem geht ruhig. Pfeile und so haben wir noch genug. Folgt mir. Ja, Gladys, du sackst jetzt alles ein, was wir hier so an Tränken haben. Nehmen wir auch ruhig die. Gewandtheit, Fingerfertigkeit. So, Verbände sind wieder auf 100. So, Klugheitselixier noch. Und dann teilen wir die mal auf für euch beide. Die kommen zu dir. So. Die kommen zu dir. Die teilst du auch mal in der Hälfte auf und kriegst du welche. So, Klugheit, Fingerfertigkeit, du kannst ein Sprich, Freund. Gewandtheitselixier haben. Folgt mir. So, die Ringe müssen noch weggepackt werden. Da ist noch ein Antidot. Meint ihr? So. Alles klar. Gut. Mein Atem geht ruhig. Wer hat jetzt die... Achso, du hast die Sachen an dich genommen, Vorgrim. So. Jetzt noch das Zeug Na klar. wegpacken. Folgt mir. Da in die Säcke verstauen wir wertvolle Ringe.
dann geht's wieder zurück nach Urolosch, die das Zeug verkaufen. Ein prächtiges Haus. Wer weiß, welche Kostbarkeiten es einst zierte. So. Gut. Brandsalben können wir dann nachher noch verteilen. So, Check-up machen. Du hast nur noch Zeug und Zeug zu verkaufen. Du hast die Pfeile und deine Sachen. Sprich, Freund. Du hast nur Zeug. Gut. Na klar. Und du hast auch nur dein Zeug. Gut. Mal kurz einen Quicksave machen und dann reisen wir jetzt zurück nach Urolosch. Sobald wir da angekommen sind, ausweichen. Ich will jetzt nicht noch gegen irgendwas kämpfen spontan. Wundert mich eh, dass das noch passieren konnte jetzt. So. Jetzt gucke ich mal ganz kurz. Bin ich so frei? Nach dieser letzten Queste. Es gab noch eine, ich erinnere mich. Ich weiß nur nicht, wie ich die überhaupt gefunden habe. Es ist doch sie, aber sie hat keine Quest für uns. Haben wir die Quest irgendwie vergeigt, schon von Anfang an? Weil ich glaube nicht, dass wir Zwergkuppelei abgeschlossen haben. Sehe sie jetzt nirgends. Und ja, die zu finden ist auch ziemlich schwierig. Ich hörte, es ist eure mutigen Eingreifen. Nee. Seid gegrüßt. Was liegt euch auf dem Herzen? Oh, doch, jetzt. Ihr seid recht fröhlich, wenn wir eure ernste Lage bringen. Aber es ist doch bisher immer alles gut ausgegangen. Ihr seid willkommen im Urolosch, weil ihr uns beisteht und alles in Ordnung bringt. Angosch möge euch segnen. Schon ein bisschen dreist, wie ihr euch darauf verlasst, dass andere Leute eure Probleme lösen werden. Es wird nicht immer jemand da sein, der für euch die Kastanien aus dem Feuer holt. Euer Vertrauen schmeichelt mir. Es ist schön zu sehen, wenn die eigenen Taten solche Beachtung finden. Ich werde mich bemühen, eure Erwartungen zu erfüllen. Nehmen wir mal die Eisen. Möglich, aber jetzt seid ihr ja da und ihr habt versprochen, uns zu helfen, nicht wahr? Also wird doch alles gut. Habt ihr denn keinen Ehemann, Vater oder Bruder, um den ihr fürchtet? Die Männer sind in den Kampf gezogen. Leider habe ich keinen Ehemann. Ich habe zwar Interesse, aber ich kann mich einfach nicht entscheiden. Aber ihr seid doch immer so hilfsbereit. Wollt ihr mir nicht helfen? Die meisten Männer sind doch ohnehin in den Kampf gezogen. Sich auf dem Drachensang nach eurem Liebsten forschen? Ich soll einen Ehemann für euch finden, jetzt während auf dem Drachensang meine Anwesenheit dringend vonnöten ist? Schlagt euch das aus dem Kopf, ich gehe jetzt. Nehmen wir mal die Eins.
Oh nein, Angrosch war gütig und alle meine möglichen Heiratskandidaten sind noch hier im Murolosch. Ich zaudere aber, ich kann mich gar nicht entscheiden. Wollt ihr mir nicht Rat geben, bitte? Nun gut, wenn ich nichts tun muss, außer euren Rat, euch einen Rat zu geben, dann ist das ja schnell getan. Sprecht, wer sind die Auserwählten? Oh danke, ich kann mir gar nicht... kann gar nicht glauben, dass ihr mir helft. Das ist wundervoll. Jetzt wird alles gut. Ja, ja, schon gut. Aber jetzt verrate mir bitte, wer die Auserkorenen sind. Ach so, ja, natürlich. Vier Kandidaten habe ich mir auserkoren. Der erste ist Hogmash, Sohn des Humporosch, Kapitän der Wache, ein starker und erschlossener Mann. Der zweite ist Otosch, Sohn des Omplomosch, der Zeugwart. Er ist sehr angesehen. Der dritte ist Grimbart, Sohn des Krirolosch. Er passt im Alter gut zu mir. Und der vierte ist Simbart, Sohn des Sangarum. Zwar ist er schon älter oder in Bücherform, aber sagt so nett Hoho. Soll ich mit ihnen reden oder einfach entscheiden? Wie auch immer ihr am besten zu einer guten Entscheidung kommt, so soll es mir recht sein. Was meint ihr? Ich werde doch besser bei den Herren noch einmal nachfragen. Ich bin bald zurück. Ja, jetzt haben wir die Quest. Also. Und ja, wir sollten die Leute fragen. Oh, seid gegrüßt. Es ist mir eine Freude, mit euch zu sprechen. Ich komme diesmal in einer persönlichen Angelegenheit. Eine Zwergendame hat mich gebeten, in einer Herzensangelegenheit für sie ein paar Erkundigungen einzuziehen. Eine Herzensangelegenheit einer Zwergendame. Hoho. Wer hätte gedacht, dass einem alten Zausel wie mir noch so etwas geschehen kann? Wer ist denn diese Dame? Die Zwergin Grandiola Vianrosha ist es, die mich gebeten hat, ihr bei der Entscheidung zu helfen, wie sie wählen soll. Seid ihr überhaupt interessiert? Eine bezaubernde junge Dame, hoho, vielleicht ein wenig zu jung für mich, aber wenn sie mich haben will, wäre ich erfreut, sie auf Händen zu tragen und in selbstgeschriebenen Versen zu verewigen. Hoho. Danke, das hat mir schon geholfen. Wir werden ja sehen, wie sich die Dame entscheidet. Hoho. Ich bin gespannt, hoho. Kann ich euch noch irgendwie helfen? In eures Werks über Monosch. Ja, habt ihr schon Material für mich und die Feder? Okay. Da haben wir nichts Neues. Und ja, Zwergenkuppelei. Mal davon abgesehen, dass dieses Angebot nicht wirklich ernst gemeint war, jetzt soll ich also auch noch einen Ehemann für die gute Grandiola finden. Na, mal sehen, ob dafür ein wenig Zeit übrig ist, obwohl es sicherlich allzu schwer sein sollte. Immerhin kenne ich keinen Zwerg, der sich bei dem Mangel an weiblichen Zeitgenossen nicht über eine heiratswillige Dame freuen würde. Empfehle einen Heiratskandidaten. Ich soll der Zwergin also einen Heiratskandidaten empfehlen. Jetzt muss ich mir noch entscheiden, ob ich das Ganze abkürze oder einfach irgendeinen auswähle, oder ob ich tatsächlich mit allen in Frage kommenden Zwergen spreche. Das würde natürlich die Gefahr minimieren, dass die beiden am Ende unglücklich miteinander sind. Na, mal sehen. Sprich mit Zeugbart Otosch. Ich sollte mit dem Zeugbart Otosch sprechen. Mal sehen, was er vor der bezaubernden Grandiola hält. Simbad, ich habe mit dem Schreiber über Zwergin Grandiola gesprochen. Er ist interessiert, aber ob die beiden wirklich zusammenpassen? Sprich mit dem Kapitän der Wache. Ich sollte den Kapitän der Wache, Hogmash, Sohn des Humporosch, fragen, ob er sich eine Heirat mit Grandiola vorstellen könnte. Er steht bei der Tür im Thronsaal. Spricht mit Grimbart. Ich sollte mit Grimbart, Sohn des Kirolosch, über eine mögliche Heirat mit Grandiola Vianosha sprechen. Er ist der junge Zwerg, der Salina in die Stadt eingeladen hat. Zuletzt sah ich ihn bei der Taverne. Also ja, Zeugwart und er und dann hoch zum Thronsaal. Aber ja. Gut, reden wir noch mit dem Zeugwart. Garrosche. Wie kann ich euch helfen? Eine nette junge Zwergendame hat mich gebeten, ihr in Herzensangelegenheiten zu helfen. Und so frage ich höflich bei den Zwergen ihrer Wahl, was sie von ihr halten, um mir einen guten Rat geben zu können. Eine Zwergendame und sie hat mehrere Zwerge ins Auge gefasst und fragt euch um Rat. Wie ungewöhnlich. Wer ist die Dame denn? Es handelt sich um Grandiola. Wie steht es da bei euch? Seid ihr interessiert? Ich suche schon so lange eine passende Gefährtin, dass ich sehr interessiert bin. Ihr sagt, sie ist noch unentschlossen. Hört, wenn ihr sie dazu bringt, mich zu wehren, werde ich euch einen Batzen Gold belohnen. Ich bin doch keine schlechte Wahl, nicht wahr? Empfehlt mich und kehrt dann zu mir zurück und ihr sollt das Gold erhalten. So wird also aus einer warmen Herzensangelegenheit ein kühles Geschäft. Wir werden sehen. Ich werde geduldig sein. Kann ich euch noch anderweitig helfen? Nein, eigentlich nicht. Gut, also er springt Geld ins Spiel. Das ist schon mal nie die gute Angelegenheit.
Der Zeugwart ist so sehr an der Vermittlung interessiert, dass er mir Gold als Belohnung versprochen hat, wenn ich ihn als Ehemann empfehle. Mich kaufen zu wollen, ist nicht gerade die feine Art. Folge ich nun dem Gold oder meinem Gewissen? Ja, aber ich würde sagen, wir speichern jetzt an der Stelle mal. Wir sind schon bei Let's Play 40 jetzt. Speichern. Und dann machen wir erstmal einen Cut und dann geht es nächstes Mal ins Finale. Also, bis dann.